Ein überschuldeter Staat ist der Spielball der Märkte. Das haben einige jetzt auch hier schon wieder beobachten können. Ich sage es nicht so sehr, aber in anderen Ländern innerhalb der Eurozone ganz besonders dramatisch. Ein überschuldeter Staat kann nicht für seine Bürger passen. Er kann nicht für seine Bürger passen. Und sich als Staat, auch eben als Freistaat Sachsen, von den Finanzmärkten so weit wie möglich unabhängig zu machen, das stärkt die Demokratie und das stärkt das Zukunftsvertrauen der Gesellschaft. Und das ist eine Stütze für die gesellschaftliche Stabilität und darauf kommt es in diesen Zeiten an. Und deshalb ist es wichtig, wenn man diese Schuldenbremse einführt und weiß, dass die Verteilungskämpfe in der Gesellschaft härter werden für die vielen politischen Wünsche, die in der Gesellschaft existieren. Diesen Prozess zivilisiert zu gestalten, und das ist auch die Aufgabe einer reifen Demokratie, und diese Aufgabe hat das sächsische Parlament hoffentlich heute Nachmittag bestanden. Jeder und jede, die heute zustimmen, erhöhen die Legitimität dieser politischen Selbstverpflichtung in unserer Landesverfassung. Ich habe in allen demokratischen Parteien für eine Mehrheit für diese Schuldenbremse geworben. Und es geht ja auch nicht darum, überlebende demokratischen Parteien auszuschließen, rumzuschubsen oder ihnen zu sagen, man braucht sie nicht für eine Mehrheit. Es geht darum, eine größtmögliche Mehrheit herzustellen. Natürlich kann man, wenn man regiert, die Schuldenbremse brechen. Es ist eine politische Selbstverpflichtung. Natürlich ist es das. Und je stärker wir sie passieren und je mehr Zustimmung, umso breiter wird die moralische Verantwortung sein, sich daran auch zu halten.